zeigen, was wir alles so im Garten Essbares haben. Hier ist der Wein, der trägt später auch reichlich Weintrauben. Und jetzt müssen da gerade ziemlich viele Zweige runtergenommen werden. Ja, die Frage ist, ob man den trocknen kann in der Sauna bei 80 Grad oder so. Dann habe ich hier Lavendel. Dann jede Menge Frauenmantel. Das ist ja bekannt dafür bei Frauenbeschwerden und so weiter, dass das super ist. Dann habe ich Pfefferminze. Dann habe ich Apfelbaum. Dann Johannisbeeren. Dann jede Menge Thymian. Brennnessel. Und Himbeersträuche. Und Bambus. Also reichlich Futter. Die Frage ist nur, wie bereitet man das am besten auf, dass das für die Mäuse ungefährlich ist.